Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall mal diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Jetzt bitte erstmal das Handy. Ich muss mit der Schere zudecken. Das ey, nimm Revi die Schere aus der Hand. Ich tue sie hier vorne zwischen meine... Au! Leute, wir spielen eine Runde, wenn ich du wäre, mit dabei ist der liebe Mo. Hallo. Die liebe Joey. Wenn ich du wäre, ich dachte, wer bin ich? Wer bin ich wäre, habe ich doch gesagt. Und Riso. Hallo. Hallo. Wir spielen Wer bin ich, genau. Und ich habe jetzt mir Folgendes ausgedacht, weil wir ja immer sonst, ja, wir haben YouTuber und irgendwelche Leute. Nee. Diesmal nehmen wir Menschen, die wir persönlich schon mal getroffen haben. Okay? Oha. Ganz wichtig. Also ich darf wem anders nur das draufschreiben, wen ich persönlich schon mal getroffen habe, ja, wenn oder wen die drauf, Person schon mal. Wenn du es da draufschreibst, also auch Leute, die waren zur höchsten Wahrscheinlichkeit ja, ja, klar. Mein Schwiegervaters Sohn, Onkel Dietmar Gerd. Das hätte ich jetzt geschrieben. Dann ist es eine Scheiße. Aber hätten wir den getroffen? Du hast ihn noch nie getroffen. Junge, ich sehe jetzt selber nichts mehr, du Vogel. Mo fängt an. Stopp, Riso fängt an. Kenne ich die Person? Ja. Klar. Oha. Habe ich die Person mal getroffen? Nein. Weißt du nicht? Most likely not. Ich glaube auch okay, nicht. Okay, dann ist also, es ein Nein. Okay. Wahrscheinlich Nein, zählt als Nein. 90% okay. Nein. Okay, bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich Deadlift die Soest? Nein. Warum hätte ich den treffen sollen? Weiß ich nicht. Bin ich ein Mann? Ja. Ja, du warst schon so enttäuscht, das hätte ich schon rausgefunden. Oh Mann, oh Mann, so Mann. Ich bin die Schlechteste in dem Spiel. Bin ich ein YouTuber? Ja. Oh, habe ich den schon mal getroffen? Ja. Ist ein sehr bekannter YouTuber, den man einfach so kennt, wenn man den kennt? Nein, okay. Nicht, nicht sehr bekannt. Nicht sehr bekannt, nein. Muss ran. Okay. Bin ich DJ? Nein. Nein. Okay. Ich dachte, ich bin Jonas Blue. Ich bin oh, nicht das ist sehr cool YouTuber. Ja. Richtig. Ich bin bekannt für Mucke. Nein. Nein. Bin ich im Internet vertreten? Ja. Schon. Jeder ist im Internet vertreten, aber nein, ja. Axel Voss nicht. Get it! Bin ich ein YouTuber? Du so, ja. Mache ich deutschen YouTube-Content? Ja. Kannst du aufhören? Das ist jetzt nass hier. Das ist so schlimm. Nein, wir haben gerade noch gesagt, mit so spucken und lecken ja, und so. Wir finden ja, das echt eklig. Habe ich einen Penis? Ich gehe davon aus, wir wissen es nicht. Wir haben 2019. Ja, ein Mann fällt, muss keinen Penis haben. Dann fällt Dena schon mal weg. Bin ich ein bekannter YouTuber? Ja. Schon, ja. Hab ich als Revinzeit oder Sebastian diesen YouTuber schon mal getroffen? Ja. Ja. Und dieser YouTuber Nordrhein-Westfalen. Du kleiner Hurensohn, ja. Willst du langsam mal Schluss machen? Doch, ja, runter. Okay, das schränkt schon ziemlich ein. Habe ich über 500.000 Abonnenten? Ja. Habe ich einen Bart? Ich meine, das kann ist mal dein so, mal Bart, so. Oder? Ich würde sagen, ja. Bin ich älter als 20? Ich habe gerade einen Run, merkt ihr? Würde ja auch sagen, ja. Okay. Bin ich aus der Gaming-Szene? Hallo. Ich weiß es gar nicht so. Ich kenne die Person gar nicht so gut. Ja, schon. Doch schon. Definitiv. Okay. Fuck, Alter, das ist jetzt schon ziemlich eingeschränkt, aber trotzdem noch sehr weitreich. Bei 500.000 habt ihr schon so überlegt, also es fallen schon mal eine Menge Leute weg, die sehr groß sind. Wohne ich in Köln? Ja. Ich bin gut in dem Game. Du bist krass gerade. Was? Das sind jetzt 15 Fragen in Folge oder was? Okay, damit versaue ich es mir jetzt wahrscheinlich, aber ich muss ja mal stellen, war ich mit in dem UFO? Ja. Als ob. Okay. Bin ich... Warte, wie stelle ich die Frage am besten? Bin ich... Okay, warte, ich kann damit drei Leute schon mal quasi einschließen. Dann fällt nur einer weg. Bin ich kleiner als ich persönlich? Ja. Rein von der Körpergröße? Ja, von der Körpergröße. Ja. Okay, okay, okay. Das ist clever. Oh mein Gott. Eigentlich kannst du es mit den bisherigen Fragen jetzt wissen. Ja, ich glaube auch. Habe ich manchmal eine Mütze auf? Manchmal. Ja. Habe ich einen Bart? Ja, das hast du ja schon gefragt. Bin ich extrem fett? Oha! Nein, nicht wirklich. Okay, ich bin nein, du hast nein, du hast verstanden, nein! Nein! Moment! Nein. Stimmt, du warst übermütig! Nein, du bist nicht extrem fett! Du bist nein, nicht extrem fett! Nein, Alter! Du bist dran. Das kann ich da war jemand sein, zu übermütig. Das ist echt unfair. Wir müssen jetzt alle drei lösen. Ja. Und dann bist du die Hure. Die Hure. Jordi ist dran. Bin ich ein deutscher YouTuber? Ja. Habe ich über oder unter 1 Million Abonnenten? Ja. Hui. Ich hätte es nicht gewusst, wusste es auch nicht. Und die Person ist jetzt nicht letzte so Frage. Sehr... Hä? Zeit läuft. Also die Person ist nicht so sehr in unserem Freundeskreis, richtig? Ja. Hast Jordi, du diese Person auf einem Event gesehen? Nein. Mal? Nein.
Oha, nein, dann muss es nicht. Paluten sein, weil der geht nicht auf Events. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Der hat doch gar keine Frage. Der hat gesagt, ich bin ja auch gerade zum zweiten Mal dran. Bin ich direkt hat er gesagt, bin ich DJ aus Holland? Ein YouTuber. Nein. Eieiei. Habt ihr alle YouTuber genommen? Nein. Also, nein, ich hab doch schon gefragt, dass ich keiner bin. Stimmt. Du bist keiner, nein. Genau. Ich bin kein YouTuber, aber auch nicht für Mucke bekannt. Das genau. Hatten wir gerade geklärt. Bin ich denn grundsätzlich eine Person der Öffentlichkeit? Ja. 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 Okay, jetzt muss ich sozusagen als erstes natürlich das Feld einschränken. Mhm. Bin ich bekannt durch Film und Fernsehen? Fernsehen schon, ja. Dein Algorithmus aber funktioniert gut. Die Variablen weiter runterbrechen. Anders als ja. Du denkst. Bin ich Deadlift die Soße? Hallo, du bist gar nicht dran. Ich will die Fragen nur zwischendurch fragen. Der hat mich geschluckt. Okay, ich bin bekannt aus Film und Fern, beziehungsweise ihr habt jetzt mir sogar schon nicht nur Ja gesagt, sondern eher Fernsehen. Und auch nicht so gut. Und anders als ich denke, was auch sehr hilfreich sein könnte. Frag doch mal nach einem anderen Feld. Ja, okay. Kartoffelfeld. Bin ich bekannt durch Sport? Mhm. Ja. Ey, ich kenne keinen Sportler. Doch, doch, diesen Sportler kennst du. Okay, bin ich bekannt durch Fußball? Ja. Ja. Okay, ich kenne sehr wenig Fußballer. Du kennst diesen Fußballer. Okay, ich jetzt weiß nicht, wie ich einschränken soll, aber ich weiß nicht, wer wo spielt. Welchen Fußballer kennst du? Mario Basler. Falsch, ich bin dran. Ich dachte, er sagt zu Manuel Neuer, kommt so mit vor 50 Jahren. Ich bin Mario dran. Basler. Ich weiß, nein, habe ich nicht gefragt. Doch, sie hat gefragt, welchen kenne ich. Ich habe darauf geantwortet. Ich habe nicht gefragt, bin ich der. Das ist unfair. Ja, sie hat gefragt. Ich bin ich Paluten? Nein. Mann. Okay, okay. Spiele ich in der deutschen Nationalmannschaft? Nee. Ah, ich bin dran. Dann können es nicht mehr viele sein, die ich kenne. Heißt mein Hund Cookie? Ich glaube ja. Heißt meine Community Waffelbande? Ja. Jetzt komm, mach bin ich doch Waffel? Ja. Ja! Oh. So ey, du hattest aber voll den krassen Run. Das war's für diesem Video. Lass einen Daumen nach oben. Hä, spielen wir nicht zu Ende? Das war ein Witz natürlich. Jody ist dran. Boah, ich habe schöne Haare, ne? Voll. Die sind gepflegt ja, und nicht cool. Gewaschen. Ja, Jody ist dran. Was machst du gerade? Nachdenken. Ach so. Bin ich Deadlift die Soest? Ich habe eine zweite Persönlichkeit, glaube ich. Das ja. Ist Deadlift die Soest. Vor allen Dingen hast du es so von dunkel nach blond und dann darüber ist die selber eine Farbe. Also das ist so total, also wahrscheinlich nicht gewollt, aber du hast so einen schönen Übergang. Das ist gewollt. Ja, ne? Lass das. Habe ich eine eigene Malstiftkollektion ja. Im DM? Hä, wer hat das denn? Bin ich Herr Wachsmalstift? Das ist ein YouTuber. Zweikanal ab jetzt. Abonniert Revi Gang. Okay, du bist dran. Bin ich Herr Wachs? Ist es scharf gestellt? Ja, ich gucke nochmal. Ja, ihr seht voll scharf alle aus. Danke, Jody ist dran. Nicht gucken, du guckst nicht. Kann doch nicht das lesen. Oh mein Gott, du hast keine Augen. Jesus! Selber schuld. Miau. Jesus, war das die Frage? Nein, bist du nicht. Als hätte er Jesus schon mal getroffen. Obwohl, kann ja sein, dass du so ein erhellter Mensch bist. Ja, dass du in deinen Träumen oder so. Beim Wichsen ist er mir erschienen. Bäh. Okay. Perverser Typ. Bin ich ein YouTuber, der Videos macht über Gaming? Ja. Kenn ich diese Person? Ja. Ja. Persönlich? Ist das Mo? Ja. Nein. Du bist dran, Mo. Das ist der Einzige, den ich kenne. Hey, du kannst... Ach, Quatsch, als würdest du in der Gaming-Szene... Du bist mit den Reden zusammen, als ob du in der Gaming-Szene... Unter 1 Million Abonnenten! Unter 1 Million! Du hängst nur mit den Großen ab, oder was? Abgehoben, Jody, abgehoben! Ja. Bin ich über 20 Jahre alt? Ja. Bin ich ein Schauspieler? Nein. Nein. Doch, manchmal schon. Ich kenne die Person nicht. Das Jungs, ist auch ein guter Tipp. Das ist auch so eine Frage. Mein Gott, ich weiß, wer ich bin. Ah! Aber ich bin nicht dran. Bin ich... Stamme ich aus, ich glaube, irgendeinem südamerikanischen Land? Nein. Oha! Habe ich den 3... Du bist nicht XC aus... Kann ich, nehme ich manchmal mit dir Videos auf? Ja. Aktuell auch noch? Ja. Hat unter 1 Million Abonnenten? Ja. Aber nicht, aber trotzdem, aber ich kenne den? Ja. Oder die? Oder die? Hast du schon? Ich habe gefallen, also, Mann, als erstes. Oha. Bin ich Alpha Stein? Ja. Krank. Okay, ich pass ab. Aua, du hast mir einfach ins Auge gefasst. Das passt schon. Ich habe ein Haar von dir. Oh, wo ist dran? Bin ich ein Fußballer? Ja. Bin ich Patrick Herrmann? Ja, ja. Ach, das ist ein Fußballer? Ja. Nein! Auch Schauspieler, wenn er hinfällt. Gebe Karte. Ne? Muss ich jetzt noch fertig machen? Du musst noch fertig machen. Oh nein. Okay, bin frag ich... Frag mich, ob du Tuba bist. Warte. Bitte. Ich bin nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Bitte frag, ob du Tuba nicht mehr. Bist. Du bist einer aber der bekanntesten ein... Fußballer in Deutschland. Sag einfach alle Fußballer, die du kennst in Deutschland. Einer der bekanntesten, der nicht mehr aktiv spielt. Okay, der nicht mehr aktiv spielt? Und trotzdem im Fernsehen ist. Trotzdem im Fernsehen ist. Immer noch im Fernsehen. Aber wie heißt denn der eine nochmal?
Warte. Ach so. Moment. Ja? Warte, Basler, habe ich mal gehört. Mario Basler. Dann gibt es Scholl, Mehmet Scholl. Nee, fast. Nicht ganz. Aber so der Schlag Generation. Ja, Generation. Ja, ja, der Generation. Hat auf jeden Fall mit dem gespielt. Wie hieß der eine nochmal? Uwe Seeler oder so? Bananen? Sagt ihr Bananen? Wollen wir Positionen verraten? Warte. Nein. Warte. Neuer spielt noch, ne? Aber es ist was Ähnliches wie Neuer. Nur älter. Älter. Kahn! Ja! Wie ist der Vorname? Erdogan Kahn! Ganz genau, Leute! Das war's für dieses Video. Tubow Kahn, ganz genau. Warte, ich komm da drauf. Tubow Kahn. Oh. Oliver Kahn! Ja! Bam! Bam! Leute. Alter, ich kenn mich mit Fußball aus! Ja, die können mich nicht verarschen! Der hat ganz schön gespuckt gerade. Leute, das war's für dieses Video. Schaut auf jeden Fall bei Reason vorbei, bei Jody und bei Mo. Und ja, wenn ihr mehr davon und sehen gebt wollt, gebt doch den Creator-Code mal ein. Dann könnt ihr mich am Arsch lecken, weil Rezo kommt nämlich nur einmal im Monat hier hinten. Geht auf das Video mit Jody und mir, weil das ist auch noch da. Deutschland kommt jetzt raus. In der Videobeschreibung.